Hallo liebe Anke, hallo lieber Alfred. Wir wollen uns heute über Domain of One's Own unterhalten. Ja, der Karl-Heinz Papa hat uns da angestiftet, uns mit dieser Idee auseinanderzusetzen. Warum sollte nicht jeder eine eigene Homepage haben? Was mir da gleich einfällt dazu ist, dass wir ja quasi nur Mieter sind, wenn wir uns im Internet bewegen und eben auch Gefahr laufen, unser eigenes Wissen, unser eigenes Feld zu verlieren, wenn sich der Besitzer irgendwann mal verändert oder Besitzverhältnisse verändern. Ich fand den Gedanken von Karl-Heinz auch sehr spannend. Absolut, ich finde ein eigener Raum im Internet, der wirklich uns gehört, wo wir Gestaltungshoheit und Freiheit drüber haben, ist etwas ganz Wertvolles heutzutage, wo doch ganz viel auf Plattformen stattfindet, wo wir nicht wissen, existieren sie morgen noch? Was machen die mit unseren Daten? Wie positionieren wir uns da? Hier sind wir immer nach außen aktiv und auf unserer Domain of One's Own können wir erstmal nur für uns sein und selbst entscheiden, wann wir nach draußen gehen. Ja, und was ich auch so spannend fand, auch dir eine eigene Struktur bauen zu können, also dass du eben nicht abhängig bist von Algorithmus, LinkedIn oder wo auch immer, sondern wirklich dir deinen eigenen Baum, deinen eigenen Raum, deine eigene Architektur, um deinem Bild zu bleiben, Anke, zu bauen und zu sagen, okay, wie ist denn meine Ablage, wie sind denn meine Kategorien und wo finde ich was wieder? Also das ist für mich auch so das eigene Wissensmanagement zu kreieren und zu schaffen und auch zu verändern zu können, selbstbestimmt verändern zu können. Das ist für mich ganz wichtig. Das ist für mich auch der Ansatz zu sagen, dass ich oder diese Überlegung, eine Infrastruktur mir selbst erstmal aufzubauen, aber dann vielleicht auch anderen zugänglich zu machen, wo ich mein Wissen ablegen kann, also wo ich das manage, aber dann auch geteiltes Wissen. Und das finde ich daran so interessant, dass es nicht nur bei mir irgendwo auf dem Server liegt, sondern dass es auch Zugänge gibt, die ich dann hoffentlich selbstbestimmt eben auch kreiere, wo ich sage, hier, da könnt ihr gerne gucken. Und ich fände das auch spannend, wenn ich nach jemandem schaue, weil ich mich vernetzen will oder weil ich jemanden sehr spannend finde, wenn ich da mehr sehen könnte, was hat denn der Alfred, was hat der Johannes denn dazu geschrieben oder so, sich so ein Bild zu machen, das kann sehr anregend sein, dann entweder darüber ins Gespräch zu kommen oder einfach auch zu merken, darüber haben die sich auch schon Gedanken gemacht, da kann ich ja gleich mal nachfragen. So. Also diesen Gedanken, eine Infrastruktur für geteiltes Wissen, das finde ich, das ist ein lohnenswerter Gedanke, daran weiterzuarbeiten. Zudem habe ich auch das Gefühl, dass ich mich nicht immer nach draußen präsentieren muss. Ich kann ab und zu auf den Balkon treten, wenn ich das möchte, aber dann kann ich auch wieder einfach nur so vor mich hinwerkeln. Und das ist ja auch dadurch, dass es mein eigener Raum ist und ich jetzt nicht qua LinkedIn-Profil mit meiner professionellen Position permanent verknüpft bin, verzeiht mir ja auch jeder, wenn ich da Dinge einfach mal so ausprobiere, die vielleicht noch nicht ausgereift sind. Den Gedanken finde ich auch ganz toll. Also zu sagen, es muss nicht alles schon bis ins Kleinste perfekt sein, sondern dieser wirklich das Schreiben als Lernprozess oder Lernen im Schreiben, diese Auseinandersetzung und andere daran teilhaben lassen. Ich glaube, dass diese Denke, wir können uns auch in einem nicht ganz bis ins Letzte perfektionierten Form darstellen. Ich glaube, das ist irgendwie auch für die Zukunft eine ganz tolle Perspektive, zu sagen, wir sind alle Lernenden und lassen uns auch ein bisschen dabei gegenseitig gucken uns gegenseitig über die Schulter. Ich freue mich total, wie es mit der Initiative Corporate Learning Community Domain of One's Own weitergeht, wie die Arbeitsgruppen zusammenarbeiten, was da entsteht an konkreten Tutorials, an Anleitungen, an einer Community, die sich aufbaut, damit viele Grundstücke wachsen.